Bitte Seide Lock, bitte, bitte einfach nur das Kampfholz. Oh shit, oh mein Gott. Meine dritte legendäre Karte aus einer Riesentruhe. 10.000 Likes easy auf diese Folge und das ist das Kampfholz, das ist das Kampfholz. Oh shit, oh shit. What the fuck, ich kann's nicht wahrnehmen, wie lucky ist das, Leute. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale, willkommen zu einem neuen Chest Opening. Heute werde ich mal 10 Giant Chests öffnen. Ja genau, dafür erstmal schon Daumen nach oben da lassen und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen ganz gechillt und erhoffen jetzt einfach uns, dass wir hier das Kampfholz rausbekommen. Wenn wir es nicht aus den Super Magical Chests bekommen, dann muss es ja hier irgendwo drin sein. Ja gut, hier erstmal glatt 2000 Gold. Einmal den Bowler und 30 mal den Bombenturm, 273 mal den Eisgeist, das ist verdammt krass, aber ich habe noch eine kleine Frage an euch und zwar, würde es euch interessieren oder hättet ihr mal Bock auf eine Pokémon Go Folge bei Nacht? Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, dann sehe ich das ja an euren Feedbacks, wenn man das so sagen kann, ob ich das mal machen soll und ja gut, weiter geht's mit Riesentruhe Nummer 2. Ich erhoffe mir jetzt heute echt, dass wir ein bisschen Gold vor allem bekommen, falls ich mal denn das Kampfholz im Shop habe, dass ich es natürlich kaufen kann oder ja, einfach mal aus dieser Giant Chest 1 ziehen, das wäre auch ganz nice. Hier einmal der Spiegel, 30 mal die Rocket und 273 mal den Eisgeist. Das ist verdammt krass, wie oft ich diese Eisgeister bekomme. Na gut, nochmal 1857 Gold, 108 mal die Lakaienhorde, 166 mal den Eisgeist und 30 mal den Feuerball. Also wenn ich in dieser Folge in jeder Truhe, in jeder Riesentruhe den Eisgeist bekomme, dann ist das ja extrem komisch. Aber gut, weiter geht's mit Truhe Nummer 3, 2, 4, 7, keine Ahnung, weiter geht's. Einmal der Wutzauber, 30 mal der Feuerball und 273 mal der Eisgeist. Läuft ja ziemlich, ziemlich gut. Weiter geht's mit der nächsten Truhe. Also, wenn wir es wirklich schaffen, in jeder Truhe den Eisgeist zu bekommen, wow. Dann weiß ich echt nicht, was hier los ist. Okay, ein Wunder ist geschehen. Kein Eisgeist, dafür nochmal 30 mal die Barbarenhütte. Weiter geht's, wir ziehen heute echt durch. Die Riesentruhen sollten uns heute ein bisschen Glück bringen, glaube ich mal. 31 mal der Elixiersammler und 272 mal die Kanone. Ich kann echt langsam alle meine Commons auf Level 12 upgraden, aber das ist verdammt teuer. So, 1694 Gold, einmal die Wächter, 30 mal der Mini-Packer und 273 mal die Bogenschützen. Oder die Bogenschützinnen, keine Ahnung. Weiter geht's mit der nächsten Riesentruhe. Ich habe keine Ahnung, bei welcher wir sind. Ich denke mal bei der 7. oder so. Egal, 1793 Gold, 82 mal der Tesla, 192 mal die Lakaien und 30 mal der Hog Rider. Okay, zwei Stück haben wir noch vor uns. Ich würde sagen, wir ziehen einfach noch durch. Vier Karten. Oh mein Gott, wenn hier jetzt wirklich eine Legendary-Karte drin ist, ich raste so aus. Ich raste so. Der Golem. Der Inferno-Turm. Es ist eine Legendary. Niemals. Niemals, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist da los? Ich mache einfach ganz gechillt nur ein paar Riesentruhen auf und hier ist einfach eine Legendary drin. Bitte, Seide Lock. Bitte, bitte einfach nur das Kampfholz. Der Ice Wizard. Oh shit. Oh mein Gott. Meine dritte legendäre Karte aus einer Riesentruhe. Was ist hier los? Leider nicht das Kampfholz, aber wow. Das ist einfach so heftig. Ich denk, wenn ihr hier seht, vier Karten, könnt ihr davon zu 100% ausgehen, dass hier eine Legendary-Karte drin ist. Das ist verdammt krass, Leute. Das freut mich natürlich wieder und ja, heitert mich wieder ein bisschen auf. Ist auf jeden Fall top. Machen wir weiter mit der letzten Riesentruhe. Oh shit. Nein! Das kann nicht wahr sein, wenn hier nochmal eine Legendary drin ist. Oh, 1871 Gold, einmal der Prinz, 31 mal die Barbarenhütte. Das ist noch was? Oh mein Gott, was ist los? Was ist los? Das kann nicht wahr sein. Zweimal hintereinander, niemals, das ist das luckiest Chest Opening ever, Leute. 10.000 Likes easy auf diese Folge und das ist das Kampfholz. Das ist das Kampfholz. Der Lavahund. Oh shit, oh shit. What the fuck, ich kann's nicht wahrnehmen, wie lucky ist das, Leute?
Wie verdammt lucky ist das? Ich bekomme in den ganzen Super Magical Chests keine legendären Karten, aber jetzt hier aus den Giant Chests zweimal hintereinander. Das ist verdammt heftig, Leute. Das ist so verdammt heftig. Ich habe mir eigentlich The Log erwünscht, sagen wir so, aber who cares? Irgendwann bekomme ich das Kampfholz auch noch. Und in der Zwischenzeit habe ich schon alle meine anderen legendären Karten auf Level 5. Perfekt. Ja gut, wow. Das ist jetzt echt verdammt heftig. Mit sowas hätte ich jetzt nie gerechnet, aber gut, freut mich natürlich und ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß jetzt bei dem Chest-Opening. Wenn ihr generell öfter Chest-Openings sehen wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Und ja, Pokémon Go, nochmal ganz kurz zum Thema. Wir suchen währenddessen einfach einen Fight, beziehungsweise machen einen Fight mit dem klassischen Hovermoon-Deck. Pokémon Go, ich habe meine erste Folge Pokémon Go jetzt schon rausgebracht und ja, ich muss sagen, bei euch ist das ziemlich gut angekommen. Ein paar Leute haben natürlich sich beschwert, wie kann man nur Pokémon Go zocken, wenn man nicht mal die Namen kennt. Ja gut, ist halt so eine Sache. Mir macht das Spiel Spaß. Ich habe Pokémon früher auch geschaut, die Serie. Ich habe Pokémon-Karten gesammelt. Ich war so ein richtiger Pokémon-Fan. Aber ich denke, man kann sich nicht alle Namen merken, außer man ist so richtig krass. Und ja, ich werde Pokémon weiterhin jetzt bringen, solange es euch bockt, solange es mich bockt. Und ich finde es auch ganz cool, mal so ein bisschen rauszugehen. Dann seht ihr mich auch irgendwie ein bisschen öfter. Das passt eigentlich eh ganz gut. Hier kommt er mit den drei Musketierinnen. What the fuck, okay. Muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das am besten mache. Oh Gott, Zap nämlich, okay. Hier meine Skeletons und die Kanone. Ich denke mal, das habe ich ganz gut verteidigen können. Ich bin immer noch so verdammt hyped. Zweimal hintereinander aus einer Riesentruhe. Wie ist sowas möglich? Der Gegner verlässt den Kampf, okay. Ich pump jetzt erstmal. Ich bin jetzt ein bisschen freundlich. Da ich jetzt gerade so lucky war, warte ich jetzt erstmal, bis er wieder reconnected. Wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Dann zerstöre ich ihn jetzt einfach. Ja, okay. Es sieht so aus, als hätte er wirklich irgendwie, ja, Akku leer oder Internetprobleme. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, holen wir den jetzt einfach mal. Ist natürlich ein bisschen unfair, aber gut, muss er natürlich selber schauen, ob sein Akku noch voll ist, bevor er in den Fight startet. Das ist dann nicht mein Problem. Alles easy und ja gut, wir gehen jetzt einfach mal auf die drei Kronen direkt. Der Giftzauber sitzt auch schon perfekt. Der Hogrider wird auch überleben. Ich hoffe, dass die Valkyrie jetzt vorläuft und der Crown Tower, zack, die Valkyrie fokust. Hoffentlich. Nein, tut er nicht. Schade. Das ist echt ein bisschen schade, aber gut, ich denke mal, was kann ich hier meckern? Der Fight ist gewonnen. Easy. Easy, easy, easy. GG, das war's so mit dem Fight. War ziemlich easy. Natürlich der Gegner war FK, aber gut, GG. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, einen Fight mache ich auf jeden Fall noch und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, die Folge übrigens kommt irgendwann am Abend wieder. Keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie die letzte Woche, beziehungsweise die letzten 1,5 Wochen nie so wirklich immer zu Hause, hatte nie so wirklich viel Zeit, deshalb kamen nicht so viele Videos und auch nicht zwei am Tag. Ich probiere jetzt natürlich wieder zwei Videos am Tag zu machen. Was ich mir so als Mindestvoraussetzung gedacht habe, ist so ein Clash Royale Video jeden Tag und zusätzlich noch eines oder Pokémon Go oder Overwatch oder irgendein anderes Game. Ich will jetzt auch generell nicht nur noch Clash Royale machen, weil ich denke mal, Clash Royale kann mit der Zeit langweilig werden. Im Moment ist noch verdammt geiles Game, aber ich denke mal, ich sorge schon so ein bisschen vor und suche mir auch schon so zusätzlich so ein paar andere Games, die ich auch bringen könnte, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so feiert, so von Mobile Games, kann auch ein PC-Game sein, aber gut, da will ich halt so ein bisschen schauen, dass ich da auch ein bisschen mehr mache im Bereich Gaming. Clash Royale wird natürlich, wie gesagt, jeden Tag immer noch weiterhin kommen, das ist nicht das Problem und mir macht es auch immer noch verdammt viel Fun, das Spiel, aber Pokémon Go halt, wie gesagt, im Moment ist verdammt krass, also mir macht es echt viel Spaß, aber wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt von Pokémon Go, dann schaut die einfach mal an, die war eigentlich ganz cool, finde ich, und ich wollte eigentlich noch eine Folge machen, also ich wollte diese Pokémon Go bei Nacht Folge machen, die habe ich eigentlich schon gemacht, also aufgenommen, aber irgendwie hatte meine Kamera ein Problem und hat die Datei irgendwie nicht verarbeiten können und deshalb wurde daraus nichts, aber das kann ich gern wiederholen. Wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Okay, die Princess holt sich meine Kanone weg, das ist kein Problem. Hier kommt er mit dem Hogrider. Oh Gott, jetzt muss ich auf jeden Fall die Valkyrie, obwohl, nee, komm, setzen wir den Zap ein. Ich glaube, das ist sinnvoller. Hier die Skeletons, bekommen wir zwar ein bisschen Damage, aber das Ganze überleben wir noch einigermaßen gut. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab. Wir haben ja noch einen Elixiersammler hinten stehen. Es ist jetzt auch gleich die Double Elixir Time. Das heißt, wir sind schon ein bisschen im Vorteil, würde ich sagen, vom Damage her natürlich eher. Aber na gut, wir werden gleich sehen, wie das weitergeht. Hier kommt meine Musketierin, meine Valkyrie. Ich denke mal, er wird jetzt Fireballen, wenn... nee, doch tut er.
War ja fast klar. Hier kommt der Giftzauber von mir schon mal. Dann warte ich, bis die Princess genau irgendein Target hat. Das ist, dann serve ich hier nochmal die Barbaren. Die Princess wird hoffentlich down genäht. Wird sie nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Okay, hier kommt nochmal die Valkyrie. Und ja, doch, wir sollten auf der linken Seite doch schon einiges an Damage bekommen. Der Tower sollte auch down gehen. Das haben wir nochmal ziemlich gut geregelt. Und übrigens, Leute, ich habe ein neues Handy. Ein OnePlus 3. Ich weiß nicht, die ganzen Leute, also viele von euch werden das Handy nicht kennen. Es ist einfach so ein, ja, relativ eine neue Marke, sagen wir es einfach mal so. Ist eigentlich ziemlich nice, das Handy. Kann ich auch so unterwegs besser Pokémon Go aufnehmen oder so. Clash Royale am Handy werde ich natürlich nicht machen, weil mir der Bildschirm da ein bisschen zu klein ist mit nur 5,5 Zoll oder so. Aber gut, ist am iPad halt angenehmer zu zocken. Okay, das war's so mit dem Fight. Das war's auch so mit dieser Folge Clash Royale. Ihr lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht getan habt. Like, geil ist mein Lifestyle. Folgt mir auf Instagram und auf Snapchat und auf Twitter. Da heiße ich jeweils Pookie9 und dann sehen wir uns morgen wieder oder heute noch bei einer Pokémon Go Folge. Naja, wir werden sehen. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.